Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Es ist kaum zu glauben, aber wir haben die 40.000 Abonnentenmarke auf YouTube geknackt und ich Unglaublich. raste ja dieses Jahr tatsächlich auch, ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber tatsächlich auch auf einen unangenehmen runden Geburtstag zu. Und jetzt Unangenehm. frage ich mich so Ein langsam, passender runder ein Geburtstag. passender unser Geburtstag, ich werde auch 40.000 Jahre alt und jetzt frage ich mich, ob das jetzt quasi bedeutet, dass wenn ich 50.000 Jahre alt werde, Nee, dass wir brauchen. dann wir erst 50.000 Das Abonnenten haben. wäre ja Und das wäre dann aber pessimistisch. dann wieder kein Grund zur Feier. Jetzt aber, hier passt es wirklich wie die Faust aufs Auge. Deswegen vielen, vielen Dank an Vielen jeden Dank. Einzelnen, auch der irgendwie den Nachbarn, den Enkel, den Bruder, die Tante mobilisiert hat, wieder zum Brettspielen gebracht hat, wieder dazu gebracht hat, vielleicht irgendein Video zu gucken. Es kommen immer neue Leute dazu. Und es ist natürlich klar, dass unter den 40.000 auch ein paar Abonnentenleichen da herumschwirren. Aber das macht nichts. Solange das weiter immer neue Leute kommen und immer neue Leute sich fürs Spielen begeistern, super. Wir freuen Total. uns darüber wirklich total und wollen deswegen natürlich auch wieder ein Special zurückgeben, ein 40.000er Special. Ja, und faul wie beim 30.000er Special Ja. lassen wir auch euch diesmal wieder kreative Ihr habt Vorschläge einfach die raushauen. besten Ideen, beziehungsweise wir wollen ja einfach was machen, was ihr auch wirklich sehen wollt. Nachher denken wir uns irgendwas aus und ihr denkt, oh, wie lame ist das denn? Das machen wir ja schon Deswegen, selber zur ja Genüge, genau, deswegen jetzt deswegen dürft ihr sagen lieben. wir, dürft ihr gerne was vorschlagen. Also kommentiert fleißig, was sollen wir machen als 40.000 der Spezial? Könnt ihr gerne ein bisschen kreativ werden. Natürlich mit Brettspielen sollte es was zu tun haben. Ihr wisst schon, ne? Das, was ihr sehen wollt hier auf Hunter und Kron. Und dass sich das auch ein Du, ich bisschen für fahre auch euch mit dir in lohnt. den Freizeitpark. Ja, ich weiß, ich Kein weiß. Problem. Ob das die Leute sehen wollen. Naja, auf jeden Fall, genau. Es soll sich für euch lohnen. Das heißt, weil passend zum 40.000er Jubiläum haben wir gesagt, vier Leute losen wir aus in einer Woche, die kommentiert haben, die was vorgeschlagen haben. Und weil wir jetzt in den letzten Berlin-Con-Videos hatten wir immer Badges zur Verlosung. Da haben wir auch ein paar geschrieben, ah ja, ich kommentiere gerne mit, aber lasst mich mal raus, weil ich kann halt einfach leider nicht kommen. Verstehen wir, manche Leute können aus irgendwelchen Gründen halt nicht zur BerlinCon kommen, wichtige andere Termine oder zu weit weg, das kann ja einfach mal sein. Jedenfalls, wir würden euch die Wahl lassen, diese vier Leute, die da gewinnen, der gewinnt, kann wählen aus entweder zwei Badges, also man kann mit Begleitung komplett zur BerlinCon kommen, oder ein Fiese Freunde, fette Feten, oder ein Aquasphere, wobei das noch nicht produziert ist, ne? Wie alle, müsst ihr natürlich warten, bis es dann erst nach der BerlinCon kommt, aber das ist, denke ich, kein Problem. Und wenn ihr das alles habt, dann Dann könnt ihr könnt euch ihr auch zwei auch. T-Shirts aussuchen. Ja, oder Ja, ein Candlelight-Dinner mit Alex. da müssen wir ihn dann überreden, wie ihn Ja, die ich weiß will. nicht. Er weiß natürlich nichts davon. Streicht das wieder von der Liste. Wenn ihr Streicht vorher das so wieder. euer Ich weiß, Profilbild das schickt, wünschen sich alle. vielleicht Auch lässt ich. er sich ja weichen. Ich wünsche mir das seit Jahren. Ja. Und einmal hat er angekündigt, tatsächlich auf meiner Geburtstagsparty mir nackt ein Ständchen zu singen. Aber Hat er auch nicht das gemacht? hat, ja, es hat aus Er hat gesagt, Termingründen beim nicht stattgefunden 40.000. dann. Geburtstag. Ja. Ja, beim 40.000. Geburtstag werde ich darauf dann nochmal zurückkommen. Danke für den Gedanken. Ja, nee, ja, also deswegen überrascht uns, ihr habt fast die freie Wahl. Das mit Alex ist natürlich nur ein Scherz. Aber die anderen Dinge, es sind tatsächlich wahr. Auch Aquas hier wird kommen. Und jetzt freuen wir uns natürlich über kreative Vorschläge, über ja, irgendwas, was ihr mit Brettspielbezug sehen wollt. Und ja, ihr könnt natürlich auch einfach andere Sachen liken, wenn ihr sagt, das ist ein super Vorschlag, den will ich unbedingt Also sehen. es ist auch nicht so, dass wir dann Dann das setzt da umsetzen, auch was ein Zeichen. gewinnt, ja, Nee. sondern wir gucken einfach nach den Sachen, die vielleicht am häufigsten genannt wurden oder die uns einfach am coolsten gefallen. Da finden wir auf jeden Fall was Cooles und werden dann was umsetzen. Ja, nicht die Sammlung, ne? Letztes Mal war es Grundsammlung. Die gab es schon. Die wird es auch sicher mal wieder geben, weil es gibt ja schon einige Fluktuationen, ja, die man Ständig, auch ja. Es irgendwann ist ein mal Kommen irgendwie, und ein Gehen, die man irgendwann mal ein Hin und sicherlich. Her. Aber ich glaube, da lassen wir das. Das lassen wir noch ein Jahr abhängen. Gut abgehangene Sammlung. Nach zwei Ja, Jahren kann man nee, noch wieder. nicht. Ja, ich Ja, genau. träume von der Sammlung aus den ultimativen 1000 Spielen und aber auch gar nicht mehr. Und momentan ist drüber und sie sind gar nicht alle ultimativ. Und Ja, da muss da man noch musst du noch viel dran arbeiten. musst ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, euch wird sicher was einfallen. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Nochmal vielen Dank für alle, die so fleißig abonnieren. Auch danke an alle, die auch gucken, ja, viele werden natürlich nicht mehr gucken, die abonniert haben irgendwann, aber das macht, ja, wie du schon sagst, ich finde ja auch, es ist schön zu sehen. Wir freuen uns einfach, dass jeden Monat Leute dazukommen. Das bedeutet, jeden Monat gibt es neue Leute, die sich fürs Thema interessieren. Und das ist cool für uns alle, für Oder das Thema einer, Brettspiel der sich und so so weiter. 36.000 Accounts gemacht hat. Wahrscheinlich. Ein ganz besonderer Fan. Nein. Okay. Vielen, vielen Dank, viel Glück und votet schön, beziehungsweise kommentiert schön und wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Bis dann. Bis dann, Macht's macht's gut. gut. Ja, tschüss. Tschüss. Und danke nochmal. Danke.